Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Begrüßungen werden immer komischer bei mir. Aber was soll's, meine Haare werden auch immer komischer. Aber heute werde ich erstmal zum Friseur gehen. Kann man auf jeden Fall machen. Denke ich schon. Heute ist ein Restday und ich werde einfach mal gucken, was ich so machen werde. Ich werde auf jeden Fall einkaufen gehen, damit ich wieder ein bisschen was in Richtung Ernährung ein bisschen mehr machen kann, weil ich in letzter Zeit echt ein bisschen faul geworden bin und mir echt ein bisschen zu viel gegönnt habe, so gesehen. Also da muss ich auf jeden Fall wieder ein bisschen gucken, dass ich auch mal wieder selber Reis koche und Gemüse koche, Hähnchen und so weiter und so fort. Und natürlich regelmäßig tracke, damit es auch alles wieder läuft und ich selber zufrieden bin. Denn morgen ist Pushday und ich freue mich schon mega. 95 Kilo habe ich ja geschafft letztes Mal Bankdrücken, dieses Mal 97,5. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es läuft. Nils hat mich gefragt, ob ich heute schon gehen will, aber ich meinte, nee, ich brauche meinen Restday wirklich und ja, Restdays gehören halt einfach dazu und ja, deshalb werde ich heute auf jeden Fall pausieren. Ist halt leider so, wenn man Dreier-Split macht und immer die ganzen Grundübungen drin hat, dann kann man nicht mal spontan gehen. Also es ist halt kacke. Ich bin eigentlich auch so eher der Typ, der so spontan einfach trainieren geht. Beim Vierer-Split geht das easy, da geht man einfach durch, wie man Bock hat und ja. Aber beim Dreier-Split ist es halt leider so. Ich brauche meinen Restday, damit ich morgen meinen Pushday, meine Leistung erbringen kann und ja, läuft. Boah, guckt euch das an, was für eine Transformation. Heftig, natural gar nicht machbar. Nee, ich war natürlich nicht beim Friseur, sieht man ja. Und ich dachte mir einfach, ich gehe wann anders. Es war viel zu voll da, übertrieben voll. Da hätte man, glaube ich, locker 3 Stunden sitzen müssen. Und ja, jetzt gehe ich erstmal zu meiner Schwester. Und dann gehe ich einkaufen. Und da habe ich die Kamera auf jeden Fall am Start. Läuft. Jetzt geht's ab zum Einkaufen. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Kleinigkeiten einkaufen, die ich für die nächste Woche dann so zubereiten möchte. Also sowas wie Linsen werde ich auf jeden Fall holen. Und ja, alles andere sehen wir jetzt. Das war mein Einkauf und ich werde euch jetzt mal zeigen, was ich alles gekauft habe, wie ich das einkategorisiert habe und warum ich es gekauft habe. Ich habe das hier mal alles so hingepackt und werde ganz kurz sagen, was ist. Hier rechts habe ich sozusagen alle Kohlenhydratquellen, die ich mir so eingekauft habe. Kartoffeln, Nudeln, Reiswaffeln, Reis hatte ich schon und dann noch hier so eine Reiswaffel mit Schokoüberzug. Haferflocken ganz Standard. Und Linsen sind hier zwar auch, aber die sind so, ja, die haben zwar Kohlenhydrate, aber auch Eiweiß. Aber da sie mehr Kohlenhydrate haben, habe ich sie jetzt einfach mal auf diese Seite gepackt. Müsste man eigentlich so in die Mitte packen. Genau wie Kidneybohnen und dann habe ich hier noch passierte Tomaten und Tomatenmark. Was ich dann immer für meine Nudeln mit Linsen brauche. Dann habe ich jetzt einzige Fettquelle, also sozusagen als einzige Fettquelle, einfach nur Walnusskerne. Ein bisschen Gemüse und Obst. Ja, sehr wenig, weil ich jetzt nicht so der Gemüse- und Obsttyp bin. Einfach nur Kaisergemüse, das einzige, was ich esse, so wenn ich es selbst mache, und Bananen als einziges Obst und ein paar Tomaten. Hier ein paar Tomaten noch. Dann kommen wir zu den Eiweißquellen. Ja, das sind jetzt nur so ein paar, weil ich sowas wie Hähnchen oder so, hier habe ich so ein bisschen Hähnchen eingekauft, eher so fresh kaufe. Dann hier ganz Standard Magerquark, Königer Frischkäse, Light und hier Schafskäse, Eier und eine ganze Palette Monster. Yeah. Wie gesagt, das sind sozusagen die Grundbausteine, die ich mir immer kaufe, so dumm es klingt. Und dann halt immer noch so Kleinigkeiten, die ich verändere. Beispielsweise, wenn ich Mini Baby Bell habe ich jetzt gar nicht dabei. Wenn ich Bock drauf habe, kaufe ich mir das so. Oder sowas wie Süßigkeiten und sowas kaufe ich mir eigentlich nicht extra, sondern nur wenn ich Bock drauf habe, werde ich mir dann holen extra. Genauso wie Eis, Fastfood und so weiter. Also sowas hole ich mir nicht extra vorher, sondern nur wenn ich wirklich Lust drauf habe, weil sonst macht es halt keinen Sinn für mich. Thunfisch hätte ich noch einpacken können, aber darauf habe ich aktuell nicht so Lust. Und ja, Hähnchen habe ich ja jetzt eine Packung, aber das reicht jetzt für, sag ich mal, für Montag, Dienstag vielleicht. Und dann hole ich mir dann lieber an dem Tag oder wenn meine Mutter einkaufen geht, dann Hähnchen. Genau. Monster gab es im Angebot für 88 Cent, deshalb dachte ich mir immer,
Kann man mal auf Lager kaufen. Ist jetzt nicht das, was ich jeden Tag trinken werde. Aber ja, wenn es 88 Cent kostet, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, sonst war das jetzt mein Einkauf. Ich werde jetzt wieder zurückfahren zu meiner Schwester und dann werde ich da was essen. Mit meiner Schwester und meinem Schwager. Das Wochenende wird auf jeden Fall noch so, sag ich mal, chillig mit der Ernährung. Und ab Montag, ich habe ja jetzt alles am Start, was ich brauche. Ich habe alles im Kopf, was ich essen werde. Und dann werde ich ab Sonntag, Montag wieder anfangen. Weil Wochenende ist bei mir immer, dass ich bei meiner Schwester bin und da esse ich halt das, was kocht wird oder was halt am Start ist. Außer in der Diät, da hat sich selbst was mitgebracht. Räum das jetzt alles ein, mach mich auf den Weg und dann melde ich mich einfach später. Und ja, bis zum nächsten Video. Was? Bis später. Und hier ist der Übergang. Das war das Video. Ich habe es gerade gecuttet. Eigentlich wollte ich euch noch zeigen, was ich gegessen habe hier. Aber irgendwie, so wie es nun mal ist, habe ich es verplant, weil ich hungrig war und einfach alles aufgegessen habe. Und dann ist mir eingefallen, ich wollte da noch was filmen. Und auch bei Snapchat habe ich nichts gepostet. Sonst mache ich immer bei Snapchat immer. Echt komisch. Und ich habe Neuigkeiten. Ich habe überlegt, ich mache ein Wochenende mit Amir. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade dabei, ein Wochenende mit Amir zu produzieren. Wobei das Wochenende dann leider nur aus Samstag und Sonntag besteht, ist ja auch Wochenende. Aber sonst war Wochenende mit Amir immer Freitag, Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Ich sage wie immer nicht, gebt den Daumen am Video nach oben, sondern macht was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und noch beim nächsten Video vorbeischaut. Und noch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und noch die alten Videos abcheckt, falls ihr noch nicht abgecheckt habt. Und ja. Zum Beispiel Wochenende mit Amir. Vielleicht wisst ihr dann so, was auf euch zukommt. Bis zum nächsten Video.